Vinny Papalardo war der Chef der größten Gang in Lego City. Und jetzt wollte er mich sehen. Sein Eisdiele war ein Treffpunkt für Ganoven aller Art. Da wären zum Beispiel Tony One Time, der alles immer nur einmal sagt. Hey! Paulie Blindfolds? Nein, sag ihm, wir können uns heute nicht sehen. Lucky Pete? Freut mich! Hey! Hey! Hey, guck mal, hier ist ein Glückspenny! Die Crayfish-Zwillinge? Sorry, falscher Tisch! Und Mikey Spoilers. Hör mal! Wenn du im Weltraumzentrum einen Planeten von der Decke haust, findest du einen geheimen Gegenstand. Komisch wie? Was ist komisch dabei? Glaubst du, ich bin zu deiner Belustigung hier? Wie komisch? Entschuldige, Boss. Ich dann raus jetzt und lade Laster ab! Hey, du musst Chase sein. Was du für meinen Cousin getan hast, vergesse ich dir niemals. Entschuldige den Aufzug. Mein Kleiner hat Geburtstag. Sollte eine nette Überraschung sein. Weißt ja, wie das ist. Die Dinger, die du mir besorgt hast, standen schon lange weit oben auf meiner Liste. Man nennt sie Farbwaffen. Und die nicht ganz so ehrenwerte Gesellschaft kann sicher was damit anfangen. Weißt schon, unsere Leute. Also, ich brauche jemanden, der so ein Ding mal richtig auf Herz und Nieren prüft und ganz nebenbei den Riesensmaragd aus der Lego City Bank im Zentrum klaut. Hättest du Lust, es mal auszuprobieren? Tja... Wenn ich schon mal hier bin? Genau. Und keine Sorge, ich lese die Anleitung und klingel dann durch, um zu erklären, wie das Ding funktioniert. Viel Glück, Jesse. Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Legacy Undercover. Ja, jetzt haben wir hier einen richtig großen Auftrag bekommen. Diesen riesen Smaragden zu klauen. Lustigerweise... habe ich jetzt hier gerade so im Anschauen dieser Szene, die ganzen Bilder, die da an der Decke waren. Das eine kam mir verdächtig nach einer Hommage an Hobbit vor, an den Hobbit. Zumindest eine Geschichte aus dem Hobbit, über den, ich habe den Namen vergessen, über den Hobbit, der auf dem grünen Feld dem Orkenhäuptling mit seiner Keule den Kopf abgeschlagen hat. Wie heißt der? Haha, wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Okay, ja. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt direkt vor der Bank starten oder wo wir jetzt, wo es jetzt hier weitergeht. Man weiß es nicht. Falls wir jetzt hier nochmal in dem Haus sind, kann ich mir die Bilder nochmal anschauen, diese Eisdiele. Ansonsten werden wir jetzt mal gucken, wo wir hier rauskommen. Okay. Ich stehe direkt vor Papalardos. Und habe die Farbwaffe freigeschaltet. Cool. Benutzt die Farbwaffe, um die Farbe von Lego-Objekten zu verändern, um voranzukommen, benötigen manche der Objekte eine spezielle Farbe. Halte für den Zielmodus Y gedrückt, ziele danach auf R, okay. Ich habe bald was Neues für dich, Ellie. Werde wohl einen Banktresor knacken. Oh, welchen? Den in der Lego City Bank im Zentrum. Kein Problem. Benötigst du dabei Hilfe? Klar. Okay, gut. Auf dem Platz gegenüber der Bank wäre ein Eingang zum Abwasserkanal. Wow, Momentchen mal. Der Kanal? Wie wär's mit dem Haupteingang? Du willst zum Tresor? Der einzige Zugang ist durch die Lüftungsklappe über dem Raum. Und dahin kommst du nur durch den Kanal. Hattest du etwa einen roten Teppich erwartet? Ja, schon klar. Danke, Ellie. Ja, Ellie, der hätte sich mal ein bisschen mehr ins Zeug legen können. Aber na gut, wir nehmen auch den Abwasserkanal. Nicht so sein. Jetzt will ich doch mal gucken, ob ich hier direkt irgendwo diese komische Farbwaffe ausprobieren kann. Achtung, jetzt werde ich hier mal zielen. Das ist okay. Nee. Nimmt er die automatisch? Muss das Paket aufnehmen? Man weiß es nicht.
glaube, ich sollte mich nicht hier nicht aufhalten. So, pass auf, jetzt werde ich mir hier mal doch endlich ein Motorrad schnappen. Genau, und zwar die rosa. Sorry, das ist ein Notfall. Die rosa. Pizzalieferdienst, jawohl. So, wir haben noch einen Pizzaliefermofa. Die liefern ja alle Pizza. Naja, da fahr ich ja mit dem rosafarbenen. Achtung! Oh, ich bin schlechter Fahrer. Wo ist sie? Hey! Wo ist sie? Okay, die Lenkung von diesem komischen Motorrad hier ist. Ui. Also, das Polizeimotorrad lässt sich da im Vergleich ganz gut steuern. Ziemlich direkt die Steuerung. Ja. Komm, mach ab. Hab sie gar nicht gesehen. Der explodiert da. Achtung! Und rum ums Gefährt. Das muss ich wohl später in die Werkstatt. Noch ein. Okay, ich glaube, die kleinen Motorräder, die liefern alle aus. Okay, Turbo habe ich hier keinen. Und ich bin die ganze Zeit am Überlegen, wie dieser Hobbit hieß. Der auf dem Grünfeld, ich glaube, es war auf dem Grünfeld. War es nicht irgendwas mit Keule? Mir liegt der Name völlig auf der Zunge. Entschuldigung. Falsch abgebogen. Beziehungsweise gar nicht abgebogen. Na egal. Boah, sind wir da. Da ist. Oh ja, das ist eine ordentliche Bank. Und da ist auch der Abwasserkanal. Na gut. Jetzt werden wir unser Motorrad hier irgendwo parken. Nachdem wir ein paar Dinge eingesammelt haben. So, reicht. Und dann. Ich mag sie. Was? Wen? Ich dachte, er redet mit mir. Okay. Da steht er. Na gut, dann haben wir mal in den Abwasserkanal hinuntersteigen. Entschuldigung, ich muss mal kurz pfeifen. Hinab. Okay, jetzt sind wir gespannt, was uns da unten erwartet. Spezialauftrag. Schmutzige Arbeit. Na, so schmutzig sah der Smaragd aber gar nicht aus, den ich da zutage befördern soll. Ah, wollen wir mal schauen. Ihr müsst mir übrigens mal sagen, ob die Stimme hier von mir laut genug ist im Gameplay oder ob ich das Spiel ein bisschen leiser machen soll. Beim ersten Durchhören hört sich es immer ganz gut an. Bei YouTube bin ich mir nicht immer so sicher. Okay. Oh. Nach der Sache hier muss ich sehr, sehr lange duschen. Ja. Was ist denn da auf dem... Claudians Markt. Okay, ich mache jetzt hier mal einen auf Verbrecher-Joe. Hey, Chase. Bist du in der Bank? Ich bin in einem Kanal. Bist du falsch abgebogen? Ah, ich zieh dich nur auf. Ja. Ich habe die Bedienungsanleitung für die Farbwaffe gelesen. Und? Ja, erstmal musst du sie an einem Farbwechsler auffüllen. Spitze. Allerdings sehe ich hier im Kanal gerade keinen. Entspann dich. Irgendwas sagt mir, dass da unten irgendwo einer ist. Ein Farbwechsler. Na gut. Ah ja, hier geht's runter. Okay, aber mal gucken, was wir hier noch alles finden. Hier finden wir bestimmt einiges. Ich bin ja eh so wenig. Ich sammle ja so wenig extra Dinger ein. Das habe ich beim letzten Mal schon gemerkt, dass ich da wahrscheinlich ganz viel habe liegen lassen. So links und rechts. Also hier geht's nämlich auch nicht weiter. Mal gucken, ob wir hier noch was finden. Hier bräuchte ich irgendwo einen Schlüssel. Und dann komme ich da. Hoffentlich bekommt die Polizeistation Prozente bei einer Reinigung. Okay, schwimmen geht wohl auch relativ problemlos hier. Luft holen muss ich nicht. Das kann ich hier noch nicht benutzen, das Dingens hier. Okay, jetzt will ich gerade mal hier rüber schippern. Münzen versteckt. Was war da hinten? Ah, eine Münze.
okay, aber sonst nichts. Okay. Dann müssen wir jetzt mal hier weiter. Ach, da liegt der Schlüssel. Ich will gar nicht wissen, wie dieser Schlüssel in die Kanalisation kommt. Ob Chase. Vorsehen. Ist jetzt mitgenommen Schlüssel? Ja. Okay, den Schlüssel. Bringen wir jetzt hier rein. Schnips. Dafür wüsste ich gerne, wieso er in dieses Schloss passt. Fragen über Fragen. Diese rote Schaltfläche sieht wirklich wichtig aus. Die rote Schaltfläche. Das sieht ja schon wieder ein Schalter, den ich nicht sehe, aber natürlich, wir werden ja wohl gleich dann. Oh! Okay, da habe ich gerade schon mal mit der Pistole geschossen. Warum habe ich nur nie Rückenschwimmen gelernt? Sag mal, jetzt wollen wir nur nach oben schauen, bevor wir jetzt unten rumrennen, was wir da oben machen müssen. Oh, aus diesen Rohren müffelt es ja erbärmlich. Okay, ich glaube, da komme ich nicht vorbei. Du bist Opfer. Okay, ich muss eine andere Farbe finden. Okay. Jetzt habe ich das hier rot-lila geschossen. Okay, ne, kann ich jetzt irgendwie noch nicht machen. Okay, mal schauen. Was sehen wir noch? Oh, da oben ist ein Arbeiter. Ich hab ihn gesehen. Die Frage ist, wie komme ich an diesen roten Schalter ran? Lass mich ran da. Aber hier komme ich nicht drüber, wenn ich jetzt hier. Falsche Farbe. Soll ich einfach mal probieren, hier rüber zu springen? Ja, geht dann schon. Ach ja, jetzt geht das Ding jetzt hier zu. Okay. Das ist aber auch erstmal nix. Ah, ja, okay. Muss rüberspringen. Schalter. Oh, klappt. Entschuldigung. Und. Den Schalter ist auch noch. Okay. Guten Tag, ich bin von der Kanalreinigung. Okay, naja, du war einfach. Würde ich doch fast sagen. Machen wir immer alles kurz und klein. Das ist dann wohl ein Farbwechsler. Das ist dann wohl ein Farbwechsler. Achso, da ist der Farbwechsler. So, und jetzt habe ich den. Im Moment ist da was Grünes in der Waffe. Sehr gut. Wenn du rot leuchtende elektrische Felder siehst, schieß mit der Farbwaffe auf sie, um sie zu aktivieren. Hab eins über einer Schranke gesehen. Ich bin ganz heiß auf diesen Riesensmaragd. Er soll ja so groß sein wie ein Kopf. Gehörte wohl so einer königlichen Tante, die ihn dann verhökert hat, weil er zu schwer für eine Brosche war. Ich melde mich wieder. Okay. So, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Farbwechsler. Okay. Ja. Naja. Punkte, Punkte, Punkte. Warum fallen die immer da runter? Oh, das bitte mal noch die Münzen aufsammeln. Mit. Okay, da kommen wir so nicht hoch. Da hinten.
nicht hoch? Bitte nicht hoch. Ich will hoch. Blau nehmen wir noch mit. Okay, jetzt machen wir mal hier das Ding hier runter. Okay, jetzt geht's hier hoch. Dum-di-dum-dum. Achso. Hallo? Was gibt's denn da oben? Münzen? Kriege ich hier irgendwo das Wasser, das Feuer aus? Nur Verkleidung mit dem Feuerlöscher. Naja, okay. Ah, ja, okay. Die habe ich leider noch nicht, diese Verkleidung mit dem Feuerlöscher. Also, da gibt es viele Sachen, die wir noch freispielen müssen. Das ist hier schon. Das Spiel wird einmal wieder Ewigkeiten beschäftigen. Hier geht's dann weiter. Ich bin doch der Beste, nein. Blub, blub. Kann ich so schneller? Kann ich so schneller schwimmen? Also. Mal schauen, was wir jetzt weiterkommen. Jetzt hoch. Da ist ein lila. Ein lila Stein. Aber ich glaube, gut, den lassen wir jetzt einfach da. Vergessen wir das mit dem lila Stein. Und gehen lieber im Story-Modus hier weiter. Ja, wir wollen ja diesen Smaragd hier noch holen. Ich weiß nicht, ob ich es in dieser Folge schaffe oder erst in der nächsten. Mal schauen. Wo uns das hier hinführt. So, Kontrollpunkt abgeschlossen. Chase, ich hab was gefunden. Halt die Augen nach roten Farbwechslern auf. Alles klar. Rote Farbwechsler. Wow, dieser Smaragd. Er soll der reinste Smaragd der Welt sein. Nicht so ein plumper Klumpen wie die Dinger, die sie aus der Bluebell-Mine bergen. Die sind zwar auch wertvoll, aber kein Vergleich. Wow. Oh. Entschuldigung, muss mal durch. Ausgewichen und Batz. Jawohl. Achso, den komme ich jetzt gar nicht. Okay. Snow. Dynamit. Achso, Moment, ich bin ja der falsche Chase hier. Den ja bestimmt in eine andere Farbe schießen. Oder? Schauen wir mal. Ah ja, Moment. Vorne brauche ich meinen Dynamit. 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 In die Kiste. Abstand halten. Was zum... Wer versucht denn da eine Luftmatratze runterzuspülen? Okay. Mhm. So, was muss ich denn jetzt hier mit diesem... Da muss ich doch bestimmt was machen, ne? Okay, ich brauche also erst den roten... Rote Farbe. Mit der roten Farbe kann ich dann wohl die... Ah.
Ach, diese Dinger da rumfallen. Wo bin ich denn jetzt? Achso, ich muss die Luftmatratze wahrscheinlich hier benutzen, weil das Wasser hier giftig wird. Okay. Okay. Juhu. Jetzt muss er auf der Luftmatratze paddeln oder wie? Oh, jetzt ging es hier gerade mit meiner Tür. Ich muss mal kurz die Aufnahme unterbrechen.